Hallo, mein Name ist Ebrar und mein heutiges Thema ist TikTok, Instagram, Wisch und Weg. Ich habe dieses Thema gewählt, weil ich erzählen möchte, was diese sozialen Medien unserer Generation verändert haben, welche Vorteile die sie gebracht haben und vor allem welche Gefahren sie bergen und unsere jungen Generation angetan haben. Wenn ich zum Beispiel in der Öffentlichkeit bin, sollte ich doch Abstand von meinem Handy halten, oder? Ja, halt ganz im Gegenteil. Die Menschen gehen shoppen, gehen ins Lebensmittel einkaufen, gehen aber gucken die ganze Zeit auf ihre Handys. Wahrscheinlich sind sie verloren ohne Handy und fühlen sich alleine ohne ihr Handy. Es ist auch nicht mein Anliegen hier, nur auf negative Sachen zu konzentrieren und nur auf die negative Sache aufmerksam zu machen. Sondern das Internet hat auch viel Positives mit sich gebracht. Zum Beispiel, du kannst auf Instagram dein eigenes Netzwerk aufmachen, ein eigenes Account aufmachen. Vielleicht wirst du dann noch berühmt, verdienst Geld und kannst sehr schnell Freunde machen. Und diese Freunde kannst du überall und jederzeit finden und weltweit finden. Und Instagram, TikTok und alle anderen sozialen Medien, Apps ersetzen jedes Aktivität, die wir draußen gemacht haben, wir auf dem Handy das auch machen können. Zum Beispiel das Handy war doch früher nur fürs Telefonieren, nur fürs SMS schreiben, Simsen. Und heute steht das Handy jeden Tag im Mittelpunkt. Also auch wenn es TikTok wäre, Instagram wäre, anderen sozialen Medien wäre, die Spiele wären. Zum Beispiel draußen spielt man Tennis und jetzt gibt es mittlerweile auch Tennis als Apps-Spiele. Und gerade diese neuen Anwendungen, die Apps, haben auch Möglichkeiten für kleine Kinder sehr extremst gefährliche Nachteile bringen. Menschen, vor allem Jugendliche und bereits Kinder, verbringen zigtausend Stunden auf ihren Handys, hören sich Geschichten an, sagen Geschichten, ob die nun gut sind oder schlecht, weiß ich nicht. Und vergessen dabei ihr eigenes, wirkliches Leben, ihren Tag. Im schlimmsten Fall entsteht dadurch Cybermobbing, das in viel bekannten Fällen auch noch zu Selbstmord geführt hat, zu der betroffenen Person. Es gibt viel mehr sozialen Medien, als man denkt. Und somit kann man auch zu gefährlichen Quellen kommen, zum Beispiel an pädophilen Menschen kommen. Und ein Beispiel dafür ist Tinder. Und wer nicht weiß, was Tinder ist, gebe ich hier eine kleine Erklärung. Also Tinder ist ein Portal, wo man sich mit fremden Menschen treffen kann, mit fremden Menschen treffen kann und sich vereinbaren kann, wo man sich trifft zum Beispiel und schreiben kann. Und es kann auch sein, dass ein Match von dir, das nennt man so, ein Match von dir sich als jemand anderes ausgibt, zum Beispiel jung, intelligent, Mitte 20, und dann kommt ein Mann, Mitte 40, und ja, wer weiß, wen man da trifft. Ich hoffe, es kommt nicht zu diesem Zeitpunkt, wo man diesen Menschen treffen kann. Und in der Türkei gibt es ein Spiel namens Mavi Berliner, also der blaue Wal. Also das ist ein Spiel, kein Spiel, das ist so ein tödliches Spiel, wo ein Wal, ein Menschen dir etwas sagt, dass du das machst und das machen sollst und diese Person dann es halt macht. Und am Ende sagt dann diese beliebige Person, die diese App gegründet hat, bring dich jetzt um. Und diese Menschen, die das halt spielen, machen das halt. Und ja, im Gegensatz zu TikTok, Instagram kontrolliert YouTube sehr viel und ist dabei sehr streng. Zum Beispiel, wenn man in einem Video nackte Körperteile zeigt, rassistisches macht, rassistisches sagt oder zum Beispiel Blut zeigt, wird dieses Video gleich gesperrt und es wird erst ab 18 wieder freigegeben.
Man muss sich aber auch bewusst sein, dass wir eine Generation sind, die transparent ist. Das heißt, jedes Bild von uns, die auf Instagram gepostet wurde oder ein Video, die auf TikTok gepostet wurde, ist für jeden zukünftigen Arbeitgeber einsehbar. Also der Mensch wird komplett transparent und kontrollierbar. Was nicht so schön ist bei manchen Situationen. Ja. Der Mensch wird halt komplett transparent und kontrollierbar. Ich weiß nicht halt, wohin das noch führen soll und kann. Und was erwartet denn erst die nächste Generation, also unsere Kinder? Anschließend ist zu sagen, dass wir uns ein Leben ohne das Handy manchmal nicht vorstellen können, weil mit den sozialen Medien man zum Beispiel Geld machen kann. Und wenn man damit nicht verantwortlich umgehen kann, sollte man auch es nicht machen.